Hallo, das war mal wieder eine Runde Hearthstone. Mal ein Arena-Run wieder. Priest ist, glaube ich, am besten. I won't let you down. Also. Mit dem. Ein Shadow wird Pain brauchen wir. Das weiß ich nicht. Das ist zu beliebig irgendwie. Immer den Kreaturen sind eh besser. Das ist nur ein minimaler Buff, die Kreatur an sich ist doof. Nehmen wir lieber den. Das ist zu randommäßig, zwei Karten. Nehmen wir lieber große Kreatur für später. Der hätte Synergie mit dem Elemental. Aber große Kreaturen sind, glaube ich, besser. Die sind alle gut. AoE Damage Karte ziehen. 2 Damage von der Kreatur. Bisschen AoE brauchen wir. Der ist eher zu spät, wenn der seinen Effekt triggert, sind wir eh schon am Gewinnen. Mach mal Resurrect Man, der ist schon zwei großen. Master Spell, weiß ich nicht. Lieber große Kreatur. Inner Fire für alle. Rush Lifesteal Death Rattle Hammer nicht. Also der bringt nicht so viel. Und der ist auch nicht so. Da machen wir eher Inner Fire für alle. Also dass sie so viel Angriff machen, wie sie Verteidigung hängt. Dann nehmen wir so einen noch. Einer, der 8 oder mehr kostet, machen wir auch. Brauchen wir noch ein bisschen was fürs Early Game halt, für den Anfang. Das wäre eine Überlegung wert, wenn man schon so viele große Kreaturen hat. Oh, mal den für 3 haben wir ja noch nichts. Das wäre ein Buff. Da könnten wir uns noch mal heilen. Weiß ich nicht. Nehmen wir den für 3, 4 Kreatur. Das ist immer gut. Wenn Minion stirbt, kriegen wir einen Shaman Spell. Oder ganz viel Heilung und machen wir die dann mal. Haben wir das schon? Das haben wir noch nicht, gell? Oder 4 Heil und eine 4-4 Kreatur. Ist auch nicht verkehrt.
Das ist nix. Nimm mal einen Fuß. Drei, drei Lifesteal oder Karte ziehen. Nehmen wir das. Dann nehmen wir jetzt die Wolf mit einem Mana, haben wir noch keine Kreatur und nix. Obwohl Power Word Shield auch gut ist. Das weiß ich nicht, der ist schon gut an sich. Jo. Machen wir alle Waffen. Der wird ganz gut mit unserer Legendary. 5-5 Charge. Jetzt nehmen wir mal eins. Auch noch für Berlin. So einen nehmen wir auch mal mit. Holy Fire, so gut ist das eigentlich nicht. Jetzt bräuchte man noch für 5 und 6 ein bisschen was. Divine Shield Poisonous für große Gegner. Spell Damage bringt uns nichts. Mind Vision auch nicht so der Hit. Aber nehmen wir trotzdem. Da könnten wir später 3 Stück spielen, das wäre auch nicht so verkehrt. War ein Shield Rush. Aber große Kreaturen haben wir schon ganz viele. Nehmen wir die. Die Kurve passt nicht so, aber die letzten 2 Spiele habe ich eigentlich verloren, weil der Gegner zu viele große Kreaturen hatte und ich kein Late Game hatte. Jetzt ist es eventuell zu viel, aber... Und gucken wir mal. Shall bring victory. Die sind alle zu teuer. Brauche etwas von Anfang jetzt. Ein Blizzard haben wir gekriegt, auch nicht so verkehrt. I'm warning you. I'm unstable. Drei Damage to random enemy, das ist dann doof. Also weil der stirbt dann halt direkt. Nehmen wir lieber einen Schaden.
Dann haben wir den. Dann treffe die drei Schade, eventuell so ein Skelett. Den müssen wir jetzt nicht töten. Die können wir dann auch schon recht zügig spielen. Wir haben hier Lifestyle, hier Lifestyle. Das war eventuell ein bisschen Verschwendung, da ist ein Feuerball, weiß es ja nicht. For the master. Und machen wir die dann. Das darf er machen. Ist nicht so schlimm. What was lost can be found again. Gilt für alle im Deck, also für die gilt es nicht mehr. Also der und der, aber das ist egal. What to do? Machen wir den nächste Runde. Get behind me. Ne, opfern wir den halt. Seiner war ja auch relativ teuer. Kostet ja auf 5. We have many secrets. Secrets hat er vermutlich keine oder ganz viele. Also dann eher viele. Für nur was Kleines. Dann kann der hier mal raus. Der ist nicht so toll. Gucken wir mal. Dann machen wir uns einen coolen Charger. For honor. Das heben wir uns auf.
das, falls er was Großes spielt. So, als ob es die Verschwendung hier Blizzard. Oh, Counterspell, das war jetzt. Nee. Jetzt kriegt er den Zauberspruch auch. Hat die hört sich doch am besten an. Aber jetzt beschwört er wahrscheinlich auch große Kreatur. Was macht er dann den? Ach, und der kriegt die Kosten los. Dann haben wir ihm ein großes Geschenk gemacht jetzt. Ash to ash. For honor. Da greifen wir gleich an. Zwei Damage to all Minions. Melt away. Drum ist Late Game wichtig. Aber haben wir jetzt gar nicht so viel auf der Hand. Naja, mich einfrieren bringt nichts. Aber kann er machen. Das sind natürlich jetzt gerade die dümmsten. Dann friert er jetzt eh ein. Oh, das hätte jetzt nicht gemacht, oder? Einer geht noch. Falls er so viel Glück hat und Flamestrike zieht. Empires fall.
Perfekt. Jetzt sieht's doch ganz gut aus. Truth is my shield. Will ich da jetzt alle opfern? Muss ich ja wahrscheinlich, oder? Also es kommt sonst nichts aus dem Deck. Lightning strikes twice. Go away. Justice shall prevail. Der ist natürlich nicht schlecht mit dem Inner Fire. Aber so Single-Target-Removal haben wir nicht viel im Deck. Das war das erste. Geht's im nächsten Video weiter. Bis dann. Tschüss.